Ja. Besonders wenn es sie in allen 10.000 verschiedenen Ausführungen noch gibt. Ja, ich erinnere mich an Mega Man 5, da habe ich zum Beispiel den kleinen Rämchen dann verwandelt. Ja, das glaube ich dir. Wie aber immer direkt, wenn sie den Helm machen, schießen. Gar nicht unfair oder so. Nein, nein, überhaupt nicht. Oh, na komm. Hier, 10.000 Viecher, ja. Lass mich durch. Mir egal, ob du mich triffst. So. Jetzt kommt wieder ein Boss. Oh nee, nicht das. Oh, die war so scheiße. Was brauche ich da nochmal für eine... Ich habe keine Ahnung, was für eine Waffe ich brauche bei der. Eine, welche hoch? Ich glaube, das Schild war's. Guck mal, weißt du noch, wo ich dir mal von erzählt habe, von der Spinne? Ja. Das ist sie. Die rutscht hier an den Fäden runter. Und ja, ich kann sie nur so treffen. Das macht halt echt nur einen Schaden, dieses scheiß Fass. Nein! Ja, gleich holst du noch ihr kleinen Spinnen-Mistviecher. Also ich meine zumindest, das war mit dem Rolling Shield, dass ich sie... Ja. Und die macht immer nur ganz kurz ihr Auge auf. Und sie wird natürlich immer schneller, je mehr Lebensenergie ich hier abziehe. Ja, ja, sicher. Ah, du Mistvieh. Komm schon. Das ist wirklich scheiße. Autsch. Ja. Grab your stuff! Scheiß Viecher. Grab your stuff! Nein! Oh, ich glaube, ich lass mich bei der sterben, glaube ich, wenn ich es nicht schaffe jetzt. Ich habe keinen Bock für das viel einen Energietank zu verschwenden, also einen Subtank. Nee. Madame, so nicht. Ey, das muss da irgendwie eine Möglichkeit geben. Ich lade jetzt mal den Buster auf, ist mir egal. Ich glaube, der macht hier echt mehr als das scheiß Fass. Ich merke das schon. Weil einen Punkt, das ist echt eine Frechheit. Ja, treff mich. Komm, mach mich tot. Hat die Zeit vor. RIP. Ich habe ja so viel Leben. 4, um genau zu sein, noch. So. Meinst du, siehst du mit dem Buster mehr ab? Na, ich glaube auch nur eins, so wie es ausschaut. Ja. Ah, diese scheiß Mini-Spinnenviecher. Nee, 2 sogar. Aha, immerhin. Wenn ich halt wüsste, wo sie immer runterkommt, ne? Aber das Ding ist auf jeden Fall auch schneller als dieses scheiß Rolling Shield. Das taugt ja echt nichts. Boah, weißt du, du kannst echt nicht abschätzen, wo sie runterkommt. Das ist unglaublich. Boah. Ja, genau, jetzt kommst du da. Ich hab's gewusst. In der allerletzten Ecke. Scheiß Vieh. Nein, nein, nein. Ah, das ist wirklich mies. Ja. Die ist der richtige schlechte Kackboss schlechthin. Oh, ich entschuldige mich dafür. Oh ja. Nicht schlimm. Das ist unfair, Mann! So, ja, ich könnte bedenken, wo es runterkommt, genau. Ja, aber ich könnte es noch schaffen, wenn ich nicht allzu viel Scheiße brauche. Es ist eben immer abzuschätzen, wo kommt sie jetzt, das Mistvieh. Naja, Dreckspinne. Nein, nein. Oh, gut. Ich dachte schon, du ich hab's auch zumindest. Ja, das macht nichts, aber Hauptsache ich hab sie getroffen. Und die kleinen Kackviecher troppen ja auch nichts, das ist so nett. Dann würde ich sagen, benutzt du gleich einen Subtank. Ja, ich glaube, das ist eine gute Wahl. Und zwar den hier. Ja, fühlt sich gerade sehr viel auf, wie man sieht. Lol. Oh, ja, da kann dir nichts passieren. Das macht's mir einfach, ja. Ich habe auch gelesen, sagen, kommst es gibt angeblich... Oh, guck mal, wie schnell die schon wird. Das ist doch so ein Dreckvieh. Guck mal, das füllt mir nicht mal alles auf. So ein ganzer Subtank füllt mir gerade mal die Hälfte auf hier. Ist das nicht nett? Scheiße. Ja. Guck mal, die wird immer schneller, das Mistvieh. Fuck, immer ey. Schneller. Ja, jetzt weiß, wo sie kommt. Ich glaube, danach soll man mal einen kurzen Cut machen. Oh ja, mal gucken. Nein! Ich habe auch mal gelesen, du kannst anhand von den Balken, wie sie hier kommen, einen Safe-Spot ausmachen, sozusagen, wo sie dich nicht trifft. Aber wer ist so krank? Und rechnet sich das alles aus? Ich nicht! Weil guck mal, sie biegt immer an der erstbesten Möglichkeit ab, glaube ich. Ja. Aber guck mal, wie willst du da so schnell reagieren? Da müsste ich jetzt echt Pause machen, wenn wir das ausrechnen. Ah, jetzt habe ich zu früh geschossen! Du misst hier noch 2 Schüsse oder so, dann müsste das gewesen. Die falsche Richtung. Ja, also so ungefähr 2-3 Schüsse noch. Alter Schwede. Ja, 2. Noch 2 gute Schüsse, wenn ich die treffe. Ah, Glück. Na, 3 sogar. Fuck. Einer noch. Kannst du mit normalen Buster-Schuss jetzt machen? Das seht ihr, glaube ich, nichts ab. Das ist ja das Ding. Boah.
Du Drecksau, du scheiß Spinne. Das war der schlimmste Boss überhaupt. Na gut, ich sag mal, alter Schwede. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, also ich glaube echt, die letzten Bosse kannst du wirklich dann nur mit dem Buster bis auf die Great 8. Weil du ziehst ihn mit nichts anderes was ab. Ja, sicher. So, ich habe noch zwei Subtanks. Für den Endboss könnte es reichen, aber ich möchte es ehrlich gesagt nicht riskieren. Deswegen passe ich hier ein bisschen auf. Schau, dass ich noch ein bisschen Energie nachfarme. Ne? Gute Idee. Aber das ist echt ein bisschen doof, weil ich glaube, die Tanks, die würden dir praktisch deine Standardenergie auffüllen. Und das war ja im Prinzip fast... Na egal. Leben sind ja unwichtig, ich will die Energie. Und im Prinzip ist das ja wirklich gerade mal die, nicht mal die Hälfte von dem gewesen, was ich jetzt habe, deine Standardenergie. Also kannst du davon ausgehen, was dir so ein voller Subtank auffüllt. Nämlich nichts im Grunde. Ja, ein Hasenschiss. Praktisch nicht mal die Hälfte. Und deswegen hast du weniger Energietanks als in Mega Man 1, wo du glaube ich nur... Ne, da hattest du gar keine, oder? Aber wo hattest du Mega Man 1 nicht, nein. Oh, das ist ja nett. So, auf jeden Fall habe ich schon ein bisschen gesammelt. Stirb, stirb, stirb. So, zack, zack, zack. Ja, es dauert übrigens doch ein bisschen länger, als ich vermutet habe, die Stage. Also die Stages. Ich dachte eigentlich, ich bin da recht schnell durch und am Ende vom Spiel. Ja. Aber irgendwie... Ach, guck mal, mein Freund. Der ist jetzt übrigens auch ganz einfach. Mit der Waffe, wie du schon am Anfang vermutet hast. Ja. So, anstecken, anstecken. Oh, jetzt rutscht er, da ist er unverwundbar, genau. Ups. Und anstecken. Anstecken. Das ist so lächerlich einfach, oder? Im Grunde ja. Im Grunde ja. Anstecken. Boah. Ja gut, wie gesagt, wenn er rutscht, ist er unverwundbar. Kann ich nichts machen. Ja, das ist ja normal. Da hat er ja halt sein... Ne? Ja, war eigentlich schon unlogisch, oder? Dass er... Ich spring auch ein bisschen vor. Also in der Zeit ist er ja praktisch nichts anders als so. Also er baut kein Schutzschild auf oder so. Ja. Er hat eine Eishöhle um sich. Also müsste er genauso verwundbar sein wie auch so. Oh, bist du auf? Die droppen auch nichts, die Schweine hier. Bang. Hast du mal ein bisschen Lebensenergie, Mensch. So, ja du immerhin. Na? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich finde die cool, die Anzüge. Na. Die Anzüge sind wirklich cool, so Final Fantasy-mäßig. Ja, so ein bisschen so. Max halt. Oh, hier muss ich ihn leider zurücklassen. Schade, schade. Ich glaube, ich gehe auf der Seite hoch. Da war es mir nicht so assi wie auf der anderen Seite. Oh ja, das nehme ich doch gerne mit. Wo es mal nicht in den Abgrund fällt. Genau, hier auf der linken Seite war nämlich die ganze Zeit diese... Oh, die sind so nervig, wenn dann von rechts noch die Geschütze hier schießen. Die können dir durch die Wände schießen, das ist ja gar nicht unfair oder so. Wow. Ah, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, hier muss ich... Ne, muss ich nicht runter. Haha, ich bin beinahe wieder in den Tod gestürzt. Jetzt kommt, glaube ich, der Storm Eagle. Sieht jedenfalls so aus, genau. Ich glaube, der hat jetzt auch ein paar Sachen mehr drauf, bin mir auch nicht ganz sicher. Wow! Oh mein Gott, Storm Eagle! Oh, guck mal, das ist seine Power, er kann mich wegpusten. Voll gut und so. Scheiße, Alter, er kann nicht wegpusten. Ja, dann lass ich mich jetzt übrigens treffen, weil es geht mir am Sack da auszuweichen und es zieht auch nicht viel ab. Das ist nämlich so ätzend, dann mach ich mega kaputt in der Zeit. Lalala. Komm, komm, komm. Nochmal. Und tot. Oh, weil wenn er hier die ganze Zeit ausweicht, ich glaube, das zieht sich dann 1-2 Minuten hin und dann im Endeffekt hast du wieder seine erste Pattern. Und die ist halt auch witzlos. Ja, sicher. Da mache ich lieber gleich so und sammle jetzt unterwegs ein bisschen Leben, wenn es kommt. Nee, Quatsch, nehme ich das wieder. Der war nämlich gut gegen die Typen. Der trifft mich nämlich immer dann damit. Mit seinem scheiß Morgenstern, wenn ich dafür so hochzuspringen, auf die andere Weise. Also ein Ranz hast, da hast du wirklich recht. Das ist so mies einfach hier. Als verpiss dich, du. Mann. Na guck mal, kriegst du gerade ein bisschen Lebensenergie. Ja. Immerhin. Aber. Mit. Jetzt kommt sie eh wieder, die scheiß Fledermaus. Ja. Aber es ist nur eine, statt zwei. Bestellt. So. Toll. Du noch. Jetzt kommt, glaube ich, wieder so ein anderer Zwischenboss. Oh. Aber die Spinne war echt das Schwerste. Also, nee. Die Spinne ist richtig scheiße. Ja, das habe ich gesehen. Oh nein! Das ist der! Der ist auch scheiße. Das ist eine Wand. Guck mal. Die ist so toll, die Wand. Fuck. Die kann ich auch nur im Buster verletzen. Und das sind eben so Augen, die fliegen die ganze Zeit rum und jetzt geht die Wand gleich zusammen.
Aber die ist eigentlich ganz einfach. Das Problem ist nur, unten im Boden sind Instant Deaths. Ich merke das gerade schon. Und die zieht mir halt sehr viel ab, die Wand, wenn sie mich trifft. Aber gut, das ist eigentlich ganz easy. Ja, die Grünen, die schießen einfach nur stationär, die Blauen verfolgen mich. Und die Roten machen alles beide. Die Augen unterscheiden sich nämlich immer. Ja, und es kommt wieder das. Das ist eigentlich ganz easy. So, zack. So. Ja, ich verpeil's nur ein bisschen gerade beim Ausweichen. Ah, das kriegst du aber, das solltest du hinkriegen. Ja, ohne Tank sogar, also das ist wirklich ein einfacher Boss. Okay, jetzt kommt kein rotes Auge. Oder kein zweites Mal. Ja, wenn man es richtig zahlt, kann man das Ding eigentlich dreimal treffen, aber ich will nichts riskieren ohne Safe. Wollte ich gerade sagen, also. Also der Boss war eigentlich sicherlich, aber gut. Oh, das kann ich jetzt aber nochmal treffen, ja. Sehr gut. Kommt da mal ein rotes Auge? Das macht wenigstens ein bisschen spannend, aber so. Eins, zwei und drei. Ja. Aber ich mache mir immer noch Sorgen um Sigma, weil der. Oh. Du wirst noch sehen, das ist so ein ätzender Boss. Oh, das erste Auge ist schon tot. Nein. Ja, guck mal auf die Lebensanzeige von ihm. Boah. Oh. Ja, nicht getroffen, schade. Ich weiß nicht, ich bin immer so einer, ich bin immer lieber auf der linken Seite. Das ist reine Gewohnheit. Ja, hast du mehr Kontrolle, finde ich. Ja, es ist halt auch bei Street Fighter so. Ich kann auf der rechten Seite nicht kämpfen, gescheit. Oh, hätte ich nicht sagen sollen. Ja, sehr schön. Scheiß Auge. Dumm ist nur, wenn ich die Augen vor der Nase kaputt mache. Nee, umgekehrt. Dann wäre jetzt die ganze Zeit die Wand zusammengeblieben. Die Augen wären immer noch gekommen. Voll dumm und so. Also erst die Augen, dann die Nasen. Ja, dann ist es einfacher, weil so siehst du dann die Augen nicht mehr wirklich gut. Ja, sicher. Ist mir jetzt egal, töte mich nicht. Triss mich eh nicht. Komm. Einmal. Bang. Das war's. Ganz einfach. Nicht so wie die Spinne. Ey, die war richtig. Ganz du. So richtig. Könnten wir bitte einen Cut machen? Machen wir doch. Dann bis später. Tschüss!